Glaubst du eigentlich, dass es ein richtiges Alter gibt, um mit dem Reiten anzufangen? Reitet deine Mama oder dein Papa? Oder sollen sie endlich damit anfangen? Es ist doch so. Zuschauen und Kommentare von der Bande aus machen, das kann jeder. Rauf aufs Pferd und selber losreiten, das ist doch gleich viel schöner, oder? Heute erzählt dir Paul, warum er als über 40-Jähriger noch mit dem Reiten angefangen hat und gar nicht mehr damit aufhören möchte. Und eins wissen wir bestimmt. Je oller, desto doller. Willkommen zu Pferdeschlau, Lebenschlau. Der Podcast für Kinder, Jugendliche und einfach alle, die Pferde lieben. Du weißt, wer sich über Pferde schlau macht, kommt auch schlau durchs Leben. Besonders mit unserem Podcast. Richtig, los geht's! Interviewen wir Paul. Hallo Paul, schön, dass du unser Gast bist. Ja, vielen Dank, dass ich heute bei euch sein darf. Das ist mir eine große Ehre, bei euch mitzumachen. Ja, stell dich doch bitte kurz vor. Wie alt bist du denn? Ich bin 48 Jahre alt. Und was ist deine Lieblingspferderasse? Meine Lieblingspferderasse sind Friesen und auch Isländer. Ah, interessant. Und jetzt kommt noch eine lustige Frage, eine knifflige Frage für dich. Und zwar, würdest du lieber Jockey bei einem Galopprennen sein oder Kutscher in einer Stadt, wie zum Beispiel Wien? Und warum? Das ist keine so eine leichte Frage. Ich glaube aber, dass ich lieber Jockey beim Galopprennen sein würde, weil es irgendwie mehr Action ist, als jetzt irgendwie einfach so langsam mit so einer Kutsche durch Wien zu fahren. Jetzt noch eine Frage. Was hast du früher, also als du noch nicht geritten bist, über Pferde und Reiter gedacht? Also früher waren so Pferde so gar nicht mein Element. Ich habe wenig Interesse gehabt und dachte eigentlich in meinem Leben, ich werde niemals auf dem Pferd sitzen. Und irgendwie das Reiten fand ich auch eher so was bisschen Spießiges und nicht so super Funkiges. Interessant. Und was war der Aha-Moment, ab dem du wusstest, dass du dein Leben nie mehr ohne Reiten verbringen möchtest? Also ganz ehrlich, meine beiden Töchter, die ja sehr gerne reiten, haben mich zum Reiten gebracht. Und ich hatte damals die Wahl, entweder sitze ich draußen mit den ganzen Eltern, gucke in mein Handy rein oder ich fange selber an zu reiten. Und ich habe mich für Zweiteres entschieden und habe gesagt, komm, probier es aus. Und die ersten 5 Reitstunden hat das Pferd einfach überhaupt nicht gemacht, was ich wollte. Und das hat mich schon auch echt frustriert. Aber so ab der 5. Reitstunde habe ich einen ganz tollen Tipp bekommen von der Reitlehrerin. Und plötzlich ging das Pferd genau dahin, wo ich wollte. Und das war der totale Aha-Moment. Und das fand ich super. Und seitdem habe ich eine ganz andere Beziehung zu Pferden und so richtig, richtig Lust zu reiten. Noch eine Frage. Und zwar, was ist der Vorteil, wenn man als Erwachsener zum Reiten anfängt? Und wieso kannst du es jemandem weiterempfehlen? Also der Vorteil, wenn man als Erwachsener, glaube ich, anfängt, ist, dass man so ein bisschen größer ist als Kinder und man hat dann vielleicht auch nicht so Angst, mit dem Pferd umzugehen. Natürlich, wenn man es schon früh anfängt, lernt man es wahrscheinlich deutlich besser. Aber nichtsdestotrotz kann man immer dazu lernen. Und ich fand es einfach toll, dann nochmal so richtig offen einer ganz neuen Sache gegenüber zu sein und mit diesen Pferden da umzugehen und das zu lernen. Ja, und ich kann es einfach nur weiterempfehlen, weil es öffnet ganz neue Sphären und man arbeitet wirklich ganz, ganz eng mit einem Tier zusammen und dieses Tier und man selber wird ja dann irgendwann zur Einheit. Und wenn das dann auch wirklich klappt, dann ist es ein unglaublich tolles Gefühl. Also ich kann es wirklich guten Herzens jedem weiterempfehlen. Also ich kann Reiten auf alle Fälle auch nur weiterempfehlen. Ich auch. Ja, und danke, dass du da warst. Ja, ich danke euch, dass ich da sein konnte und ich freue mich schon auf ganz, ganz viele neue Podcasts von euch. Damit sind wir am Ende unserer Folge. Schön war's. Wir freuen uns auf das nächste Mal mit dir. Bis bald bei Pferdeschlau, Lebenschlau. Ciao.